So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen. The same procedure as every Saturday, würde ich mal sagen. Wir spielen wieder zu Hause gegen den FC Schalke 04. Und das wird wieder ein Spiel. Unglaublich. Ich bin jetzt schon richtig gespannt und freue mich tierisch auf das Spiel, denn wir haben dieselbe Taktik wie gegen Leverkusen. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, haben ja gegen die Leverkusener gewonnen. Und da taktisch richtig einen aufgespielt. Da ist uns richtig einer abgegangen. Also das war richtig stark. Wie wir da gespielt haben, defensiv richtig gut gestanden, offensiv auch richtig stark gewesen. Und jetzt hoffen wir mal, dass das gegen Schalke auch so ist. Gegen die unentschieden Könige der Liga, kann man glaube ich so sagen. Aufgepasst, Raoul, aber Ottl passt auf. Übernimmt ja die Manndeckung. Das ist richtig wichtig, würde ich mal so sagen. Torun. So, über außen geht ins Dribbling, oder? Sehr gut, vorbei. Und nochmal vorbei, wird von Höger gestoppt. Könnte man auch als Foul werden, wird hier aber nicht gemacht. Und jetzt aufgepasst, Ebert rennt da gut mit zurück, Raoul ist am Ball, da muss man drauf und diesen Weltfußballer stören, Ottl. Oh, Ball kommt nicht an, Jones, Raphael und Lustenberger hat jetzt viel Platz, spielt auf Lasogga. Oben ist der Torun, der richtig gut im Dribbling ist, Lasogga wieder auf Torun, nee, zieht ab! Oh, 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 Lasogga mit einem guten Schuss, aber Wiese ist da, muss man sich auch erst dran gewöhnen, Tim Wiese, also beim FC Schalke 04. Und gleich wieder Schalke im Gegenzug. Verfahren. Auf den müssen wir auch aufpassen. Auf Raoul. Und Kraft ist da. Gute Chance. Also die Schalker machen es jetzt schon besser wie Leverkusen im gesamten Spiel. Die üben hier richtig Druck aus und haben nach 10 Minuten gleich mal eine dicke Chance. Torun. In der Mitte ist er frei. Geht da ins Dribbling. Hat ihn noch. Spielt auf Andy Ottl. Und der ruckt da frei. Ganz schön mit auf. Der soll doch eigentlich den Raoul decken. Aber wenn er das so auch lösen kann, ist das natürlich noch besser. So, Ottl gegen Jones. Jetzt aber schnell zurück. Raoul ist jetzt frei. Aber Kraft kommt raus und stoppt den überragenden Fußballer von Schalke 04. Stark gemacht. So, Raphael, aufgepasst hinten. Da stimmt's noch nicht ganz so momentan. Torun auf Lasogga. Der auf Ottl. Raus auf Torun. Jetzt geh ins Dribbling, Junge. Wieder nicht, schafft er nicht. Schade. Hat das in den Anfangsminuten richtig gut gemacht. Ist da richtig reingegangen. Und jetzt gibt's Freistoß für Schalke. Gelbe Karte wahrscheinlich auch noch für Levan Kobiaschwili, oder? Oder Torun? Nee, gibt gar nichts. Noch besser. So, aufgepasst, die Schalker. Hoher Ball rein. Raphael ist da. Und Lasogga arbeitet auch noch gut mit zurück. Gibt jetzt auch noch einen Freistoß für uns. Richtig gut. Beruhigt das Spiel in der Hinsicht auch nochmal. Und wir können das Ganze nochmal gut aufbauen. Schön, Lasogga da richtig frei. Ah, springt da der Ball vom Fuß. Und Schalke kommt sofort wieder. Verfahren. Jetzt aufpassen, der ist schnell und der ist auch dribbelstark. In der Mitte ist Raoul, aber Ottl passt auf. So, spiel dein Ball, Ottl. Gut gemacht. Lasogga kommt hin, jetzt hat er viel Platz. Pierre-Michel Lasogga zieht ab, aber nichts. Ich glaube, wir müssen da mal kurz reingehen. Und ihm so ein bisschen die Fernschüsse verbieten, sonst zieht er uns bei jeder Gelegenheit ab. Distanzschüsse weg. Okay. Und weiter geht's. Aber hat er gut gemacht? Hat er gut gemacht. Hätte vielleicht noch ein Stück gehen können, aber der Schuss war auch nicht schlecht. Und damit eine richtig, oder eine ordentliche Chance für uns nach 23 Minuten. So, jetzt wieder Schalke. Torun. Und jetzt gibt's Freistoß für Schalke. Okay, habe ich jetzt so nicht gesehen. Wieder keine gelbe. Der Ball wird wieder hoch reinkommen, oder? Es ist hier Metzelder mit dem Freistoß. Raoul bekommt ihn nicht. Ist natürlich nicht der kopfballstärkste Spieler. Vor allem, wenn du einen Hupnik oder einen Mijatovic drinstehen hast. Jetzt gelb für Metzelder. Okay, das ist gut. Innenverteidiger vorbelastet. Der geht jetzt nicht mehr so stark in die Zweikämpfe rein, beziehungsweise kann sich's normal nicht leisten und vielleicht fliegt er ja. Hatten wir auch schon das, ich glaube, ein Spiel, ich weiß gerade nicht gegen wen, aber jetzt erstmal aufgepasst. Lasogga zieht ab und Tor 1-0! Pierre-Michel Lasogga! Ich dachte erst, der springt wieder raus wie gegen Leverkusen, aber diesmal ist er drin. Von der Latte springt der Ball hinters Netz und das gibt's doch nicht. Jetzt führen wir auch noch gegen Schalke, liebe Leute. Ich kann's kaum glauben. Weiter Ball. Lasogga hat da richtig Platz, zieht einfach ab. Und haut das Ding an die Latte. Und das Ding geht auch noch rein. Unglaublich. Also 1-0. Unsere Taktik geht wieder auf. Haben wir jetzt die Master-Taktik gefunden? Das gibt's doch nicht. Oh, unglaublich. 1-0 Führung gegen Schalke 04.
die natürlich keine überragende Saison spielt, aber trotzdem musst du da erstmal gewinnen. Aufgepasst, Raoul schleicht sich weg. Mvia, wieder auf Raoul. Aber Kraft hat das Ding, ich glaube, wäre das abseits gewesen? Wahrscheinlich nicht dann. Oh, schlechter Ball. Aber Ottl kommt trotzdem hin. Raphael. Ah, hoffentlich gewinnen wir das Spiel, das wäre so schön. Das wäre so schön. Ebert in die Mitte, da ist Lasogga, kommt leider auch nicht hin. So, Ottl. Jurado. Rüber auf Verfahren. Wird gefault und Freistoß für Schalke 04. Gelbe Karte auch noch. Für Torun. Unseren Youngster neben dem guten Lasogga, der also wie gesagt phänomenal da das 1:0 gemacht hat. Richtig gut, der Junge ist Gold wert auf jeden Fall. Den müssen wir versuchen zu halten. Ich weiß nicht, wie lang sein Vertrag läuft. Das sollten wir uns dann mal anschauen. Den nächsten jetzt erstmal Raoul. Kraft hat das Ding. Das sollten wir uns mal anschauen, dass der nicht weggeschnappt wird von dem Verein. So langsam mal reingucken. So, Torun, Ebert, geh entgegen. Hat ihn noch gut gegen Fuchs behauptet. Spielt ihn durch auf Raphael Lasogga ist wieder durch. Ah, und Wiese holt das Ding raus. Wiese holt das Ding raus. Das wär's gewesen in der 41. Minute. Wieder das 2:0 kurz vor der Halbzeit. Das hätte die Schalke schon mal richtig moralisch zerstört. Ecke. Oh, die war nicht gut. Die war überhaupt nicht gut von Raphael. Aber Lel ist da in der Mitte. Ist er frei oder da? Mjatovic kommt nicht hin, aber Lel wird hier übelst gefault. Übelst. Und das gibt sogar nur Gelb, kann man so sagen, von Raoul. Entlädt da vielleicht ein bisschen seinen Frust. Das war schon heftig. Wenn wir uns das nochmal anschauen. Oh ja. Einfach von hinten in die Beine. Und da ist jetzt Andi Ottl, oder? Nee, dürfte normal nicht sein, oder? Ist er das? Das ist er. Flankt. Und da. War der nicht drin? War der nicht jetzt drin? Oder bin ich jetzt total verrückt? Ecke gibt's anscheinend. Okay, ich dachte, der ist jetzt irgendwie ins Tor gefallen, aber anscheinend nicht. War dann die Einstellung, was uns dann ein bisschen getäuscht hat. Raphael Laterne, Pfosten war's. Ebert. Und Paul, oh, aufgepasst, der bekommt jetzt wahrscheinlich auch noch Gelb. Wird nochmal hektisch hier in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Nee, bekommt er nicht. Also die nächste gute Chance an den Pfosten. Mann. Ein bisschen mehr Glück und der Ball wäre drin gewesen. Und jetzt gibt's auch noch Freistoß für Schalke. Und jetzt gibt's Gelb. Oh. Komische Entscheidung hier vom Schiedsrichter. Also Ebert mit einer Gelben. Das Spiel wird ruppiger. Die Schalke und wir, also die Schalke, die wollen natürlich jetzt mehr. Wir müssen dagegen halten. Und dann ist so eine gelbe Karte mal die Schlussfolgerung des Ganzen. So, aufgepasst. Christian Fuchs kann Freistöße schießen, aber von da ist es natürlich eher ungefährlich. Lasogga auf Raphael. Wird fair vom Ball getrennt und Hövedes hat den Ball. Der Schiri kann jetzt langsam mal abpfeifen, meiner Meinung nach. Das macht er auch. Und damit also 1:0 Führung gegen Schalke 04 zur Halbzeit. Richtig stark. Richtig stark. Und wir gehen mal rein in die Ansprache. Kraft wird mal gelobt, macht ein gutes Spiel. Ebert motivieren ist nicht so gut drauf. Da bringen wir vielleicht demnächst schon den guten Stoppelkamp. Raphael war ja im letzten Spiel auch nicht so überragend unterwegs. Deswegen würde ich fast sagen, können wir da nicht viel falsch machen. Also Ebert raus, Stoppelkamp rein und weiter geht's. Jetzt gleich nach 45 der Minuten. Der Wechsel ist eigentlich eher unüblich für mich. Wo sind denn da die ganzen Schalker? Keiner steht da, jetzt kommen sie. Ist eher unüblich. Ich wechsle gerne immer in der 60. Aber das kennt ihr ja mittlerweile schon. Aber diesmal denke ich, können wir uns das so leisten. Lasogga wird gefault von Metzelder und er hat schon Gelb. Der hat schon Gelb, bekommt jetzt aber nicht seine zweite. 47. Da hatten wir gegen Leverkusen auch eine gute Chance. Ist das ein gutes Omen? Ottl mit dem Schuss, aber kein Problem für Tim Wiese. Das ist natürlich kein Problem für so ein Kaliber. Also, immer noch 1:0 Führung. Jones spielt ihn auf Fafan. Aufgepasst, der wird wieder ins Dribbling gehen, wird fair gestoppt von Kobiashvili und Torun hat Platz. Der ist auch schnell. Tunay Torun, hoher Ball auf Lasogga, drüben ist er, spielt doch rüber, hat ihn noch. Aber wird jetzt auch fair vom Ball getrennt von Hövedes. Jetzt aufgepasst, Raoul wird gefault. Gibt's jetzt wieder Gelb? Nee, ich glaube nicht. Ist aber nichts Schlimmeres hier bei Raoul. Ist wieder auf den Beinen, aufgepasst, wie der Fuchs. Schon gefährlicher jetzt die Situation, aber Kraft hat das Ding. Pariert das wunderbar und haut ihn gleich wieder nach vorne.
kommt Raphael oder Ottl hin. Ottl kommt hin und da kommt Lasocka von hinten angestürmt, schafft's nicht ganz an den Ball. So, Jurado. Lustenberger stellt gleich zu, das ist auch gut zu beobachten. Jetzt vielleicht mal das schnelle Umschalten wäre wichtig. Oh, Lasocka macht das gut. Diesmal war es gut, der Trick. Diesmal war richtig stark. Stoppelkamp auch noch nicht so richtig im Spiel. Erster Ballkontakt jetzt, glaube ich, nach 56 Minuten. Und aufgepasst, Marika. Ich glaube, mehr oder weniger so ein bisschen der Schwachpunkt der Schalke. Ist nicht der Spieler, der für Schalke so passend wäre. Zumindest meiner Meinung nach. Ich denke, da gehen die Meinungen aber auch auseinander. Lasocka wird gefoult von Hövedes. Und bekommt jetzt auch noch die gelbe Karte. Benedikt Hövedes damit auch vorbelastet, wie schon Metzelder. Also wir müssen jetzt da vorne einfach mal öfter ins Dribbling gehen. Ich glaube aber, das haben wir bei Lasocka eingestellt. Und dann können wir vielleicht mal so eine gelb-rote provozieren. Jetzt der Freistoß. Ottl. Kein Problem für Tim Wiese. Der hat das Ding sicher. Und schlägt ihn gleich wieder nach vorne. Eieieiei. Noch 30 Minuten zu spielen und ich bin aufgeregt. Ich hoffe, wir bringen das jetzt so über die Zeit. Schalke wird ein bisschen aktiver. Allerdings haben sie noch keine richtige Chance erspielt in der zweiten Halbzeit. Weil wir da eigentlich richtig kompakt stehen. Ich weiß nicht, was es auf einmal diesen Ausschlag gegeben hat, dass wir so gut sind. Ich denke einfach, das Spiel gegen Leverkusen war von uns überragend. Und das hat mir einfach so ein bisschen mitgenommen in diesen Lauf. Diese Spielfreude und ja, diese Laufarbeit vor allem. Auch ganz wichtig. Jetzt aufgepasst, Raul nimmt den Volley. Oder per Dropkick, aber Kraft ist da. Da wäre mehr drin gewesen für den Spanier. So, Lustenberger. Raus auf Stoppelkamp, der hat Platz. Oh, wunderschön, Stoppelkamp. Ah, das zweite schafft er nicht, aber es gibt Freistoß. Und jetzt vielleicht die Chance, mit Andi Ottl den Ball hier gut reinzubringen. Wir haben mit Lasocka, wie gesagt, wie schon oft erwähnt, einen bulligen Stürmer, der so ein Ding mal reinmachen kann. Und Raphael schlägt hier so ein bisschen Luftloch. Kobiashvili steckt gleich wieder durch auf Raphael. Raphael auf Lasocka. Lasocka kommt nicht durch. Schade. Aber Raphael, nein, kommt auch nicht hin. Eieiei, jetzt aufgepasst. Schalke mit dem Konter. 20 Minuten noch. Raul kommt aber nicht hin. Mijatovic passt gut auf. Und was mir gerade mal wieder so einfällt, wir sind immer noch ohne Gegentor. Jetzt schon die letzten drei Spiele. Und das gegen Schalke und Leverkusen unter anderem richtig gut. Raphael. Kann er auch mehr draus machen. Noch ein Stück gehen und dann erst abziehen. Aber trotzdem gut. Raphael, der auch viele Wege gehen muss. Ja, jetzt auch noch die Defensivarbeit ein bisschen übernehmen muss. Zwar nicht so das Tackling oder die Zweikämpfe, aber zumindest die Räume zustellen soll. Und wieder Freistoß. Und ich glaube, es war wieder Hövedes. Also Hövedes und Metzelder, die sind knapp davor, hier vom Platz zu fliegen. Und jetzt reagiert er auch. Nehmen wir raus, per Kluge rein. Stärke technisch auf jeden Fall eine Schwächung, der Schalker. Aber das muss ja nichts für die Leistung heißen. Wiese. Vielleicht hat Per Kluge heute seinen Tag und haut hier ein paar Dinger raus. Ich hoffe es natürlich nicht. 13 Minuten noch zu spielen. Wir fangen die Bälle gut ab. Kobiashvili steht da an der Mittellinie als Linksverteidiger. Lasocka wird gefoult von Metzelder. Und der jetzt schon mit dem zweiten Foul nach seiner gelben 1 war sogar schon richtig hart. Also der muss aufpassen. Jetzt kommt euer, oder was heißt euer? Jetzt kommt der Hans Sapai, der so oft zitiert wird. Der gute Hans Sapai. Ottl wieder mit einem Freistoß. Lustenberger auf Raphael. Der ist allein vom Tor und der macht's 2-0. Raphael macht das Ding rein, weil Wiese noch in seinem Eck rumkullert. Und das gibt's nicht. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Richtig schön. Wiese, was macht der da? Was macht der da? Steht da rum, geht nicht in sein Tor zurück und da ist es leichtes Spiel für einen Raphael. Der schiebt das Ding einfach rein. 2-0 nach 82 Minuten und ich glaube, das war's. Ich würde sagen, das war's. Wir gehen rein, Raphael 1,0. 1,0. Wir ziehen mal den Stoppelkamp hier rein und bringen... Oh ne, haben wir keinen, dann machen wir es nicht. Dann nehmen wir einen Lasocka raus und bringen noch einen Ramos und einen Ochipka. Okay. Dass die auch noch ein bisschen Anspielpraxis kommen. Also, der nächste Sieg und ich finde es einfach unglaublich. Oh, aufgepasst. Puh, ich habe schon gedacht, da pfeift der Elfmeter und ich glaube, da hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn er gepfiffen hätte. Also nicht zu früh sagen hier der nächste Sieg, noch ist nichts in Tüten eingepackt. Raul, oh, 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 oh.
vergibt aber auch diese Chance. Glück gehabt. Also 2-0 Führung, immer noch 4 Minuten zu spielen, jetzt der Wechsel. Oczipka kommt ein bisschen an Spielpraxis und ein Ramos, der auch lange nicht mehr gespielt hat, lange keinen Einsatz mehr bekommen hat, kommt rein für Lasogga, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. So, Raphael. Gleich auf Ramos. Der erste Ballkontakt, was macht er? Verliert ihn erstmal. Gut, muss erst reinkommen, ganz klar. Kann da nicht gleich Vollgas geben, beziehungsweise das schafft man einfach nicht immer. Da braucht man erst seine Einfindungszeit. Oh, guter Seitenwechsel, bekommt Marika den Ball noch nie. 88. Minute, es dürfte gleich aus sein. Und dann wird gefeiert, liebe Leute. Dann wird gefeiert. Der dritte Sieg in Folge ist vielleicht gleich sicher, gleich offiziell. Und ich würde sagen, das ist schon eine dicke Überraschung, dass wir uns jetzt so nochmal gesteigert haben. Das hätte von uns keiner erwartet, nachdem wir da ein kleines Tief hatten. Jetzt Ramos wird gefoult, ganz klar. Und jetzt fliegt er vielleicht, oder? Fliegt er? Wieder nicht. Und das ist jetzt eine gute Situation. Ottl kann jetzt vielleicht mal direkt den Ball reinhauen an die Ottl. Da ist Raphael, kommt nicht hin, Ramos. Da ist nochmal Torun. Geht ins Dribbling. Oh, was macht er, ne? Verliert so ein bisschen die Übersicht. Und Raphael nochmal. Nachspielzeit. Wir machen immer kurz vor Schluss noch so viel Druck, das ist komisch. Ramos! Ramos! Macht auch noch seinen Treffer in der 90. plus 3. Wir gewinnen zu Hause. Wohlgemerkt zu Hause gegen den FC Schalke 04. 3:0. Ich kann's nicht fassen. Ich bin aus dem Häuschen. Wie haben wir das jetzt nur so geschafft? Das gibt's doch nicht. Auf einmal sind wir da und auf einmal können wir Fußball spielen. Und das richtig ordentlich. Wenn wir das durchgezogen hätten, wären wir irgendwo ganz vorne mit dabei. So, jetzt wird es auch nochmal gelb geben oder wieder nicht. Doch, jetzt gibt es mal gelb für Kabul vom FC Schalke 04 und nochmal die Chance für Ottl. Er kann heute viel Freistöße trainieren. So oft wie die Schalker da faulen, aber das ist ein bisschen weit weg. Mal schauen, was er macht. Darf machen, was er will. Schießt einfach drauf oder flankt, aber war nicht gut. Aber ist auch egal. Wie ist er am Ball? Und ich denke, er pfeift gleich ab. Also ein 3-0 Sieg. Lasst euch das auf der Zunge zergehen gegen den FC Schalke 04. Das hat es nicht oft gegeben, glaube ich, in der jüngeren Geschichte, zumindest von Hertha BSC Berlin. Richtig stark, Badeschlappen jubelt da wie entfesselt, ist klar. Denn damit haben wir einen mega Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und natürlich nähern wir uns ein bisschen den Europapokalplätzen an, was aber, wie gesagt, nicht mein Ziel ist. Nur damit ihr so ein bisschen einen Eindruck habt von der Tabellensituation, aber da gehen wir noch gleich genauer drauf ein im Nachbericht. Bis gleich.